Wind. Herr Grigorje, was sind Sie hier? Ja. Ist hier was drin? Das verspricht das Beste zu werden. Ja. Büro, Frau Meier. Oh, Markus, komm mal her, bitte. Telefon? Frau Meier, Telefonat für Sie. Okay, durchgestellt. Kindergebäude. Wirtschaftsgebäude, Personalgebäude. Kinderpisse. Wie im Kindergarten. Oh, guck mal, ein richtig alter Bombelade. Bombelade. Also das finde ich echt Spinnegutle. Thank you.
Boah, ich würde hier einziehen, das ist wie Urlaub, ey, das ist ja unglaublich. Und ein Brunnen vor der Tür, wenn der noch plätschern würde, das wäre ja oberherrlich. Triffst dich mit deinen Kumpels da unten, grillst ein bisschen. Das ist auch nicht von Holzbauern oder so. Das ist ein Zwangsgebe. Ja, warte, wir gehen gerade zusammen runter. Der Keller, ich weiß. Achso. Stehst. Da kommen wir wahrscheinlich in den Keller rum. Überall rum. Ui. Ich kann euch beruhigen, ist eine Betondecke. Ich kann wieder nicht warten, oder? Er muss wieder. Ich habe leider keine Taschen mehr gehört.
Arsch im Keller. Der Aufzug. Schacht. Sind die auch hier drin? Schon kennengelernt. Okay. Ja, wenn er oben ist, geht der nicht auf. Schaut mal, aber leuchtet man da rein, was ist schon drin? Nix. Sekunden. Da muss ich vorauslaufen, ich sehe da nichts. Den Kühlraum gefunden. Schaut mal, was noch da hängt. Eine verschimmelte Spinne. Na, jetzt. Na, so. Jetzt achten wir aber drauf, dass wir nicht in so einen Scheiß dann rennen. Ich bitte daher. Was ist das? Da hat doch jemand gezündelt. Gleich mal nach oben, keine Spinnen. Okay. Abgefuckte. So. Mach du auf. Dann wie nehmen wir hoch. Boah. Ein purer Schimmel. Boah. Wir gehen hier gleich wieder raus. Alter. Also ich hat's noch nie gelupft, aber jetzt hat's mich gelupft. Ach, ich teile. Ach, das ist ja widerlich. Ich geht. Ich muss ich weinen. Boah, was für ein ekelhafter Geruch, Leute. Na. Ein Gebäude? Das ist ein Gebäude? Hast du da gegen nee.
Es tickt. Gar kein Stecker. Das ist gar nicht angesteckt. Was? Also das müsste ein Boiler sein. Ja. Was tickt? Kann das Ding ticken? Hä? Das kann doch gar nicht ticken. Ich hab keinen Strom drauf oder was ist das nicht? Tickt immer noch. Krasse Küche. Der Kühlschrank des Grauens. Obwohl, so schlimm sieht er gar nicht aus. Dieses Klo kann man nicht mehr benutzen. Ich glaube, das war wohl eine Wohnung von Betreuer oder sowas. Hausmeisterwohnung vielleicht. Kein Scherz oder so?
Wartung war letzte Schornsteinfeger Besuch war am 1.11.2004.